Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Mit welcher Aufstellung schafft Xamax den Sprung weg vom Tabellenende? Warum kassiert der FCZ plötzlich mehr Gegengoal? Und warum lässt sich der FC Basel nach einer Führung immer wieder bezwingen? Das ist das Kickoff. Grüß euch miteinander. Schön, dass ihr eingeschaltet. Ich freue mich auf eine spannende Sendung heute mit spannenden Gästen, nämlich mit dem Georges Bregi und dem Gaetano Celanzo. Hallo zusammen. Hallo. Anfangen wir mit einer brandaktuellen Meldung. Heute am Nachmittag ist nämlich entschieden worden, dass der VAR, also der Video Assistant Referee, ab der kommenden Saison auch in der Schweiz eingeführt wird. Also ein wichtiger Schritt für den Schweizer Fußball, den ihr wie findet? Ich selber finde es sehr gut, weil da kann man doch kritische Situationen nachher meistern. Aber das Wichtigste ist für mich, dass man es nicht übertreibt, sondern im richtigen Moment zu sich setzt. Also ich kann mich da auch anschließen. Es ist sicher ein wichtiger Entscheid für die Super League. Und von dem her, es gibt wichtige Entscheidungen, die wirklich wichtige Matches entscheiden können. Also von dem her bin ich da auch dafür. Ja, der VAR natürlich nur ein Thema für die heutige Sendung. Wir reden natürlich vor allem über das Spiel vom Wochenende. Und das sind sie. Am Samstag das spielt Xamax gegen FCZ und IB gegen Lugano. Und am Sonntag haben wir GC gegen St. Gallen, Luzern gegen Basel und Sion trifft auf den FC Thun. Zum siebten Mal in dieser Saison hat Xamax vor der Nazi-Pause die rote Laterne übernommen. Das sicherlich auch, weil die Abwehr von Xamax auf Super-League-Niveau immer wieder grosse Mühe hat. Michel Decastel stellt immer wieder ein bisschen um für einen Vierer auf eine Dreier-Abwehr. Aber das wirkliche Erfolgsrezept, das hat man bis jetzt am Neuenburgersee noch nicht gefunden. 30 Gegentore in 14 Spielen. Die Xamax-Abwehr schwächelt. Schwächelt so sehr, dass sich Michel Decastel aktuell nicht auf ein Spielsystem verlassen kann. Wir haben momentan keine stabile Defensive. Mit vier Abwehrspielen hat es in der Challenge League gut funktioniert. Aber vielleicht müssen wir vermehrt in der Super League hinten mit fünf spielen. Die Abwehr dem jeweiligen Gegner anpassen. Dies das Rezept am Neuenburger See. In Basel mussten wir mit einer Fünferabwehr spielen wegen den schnellen Angreifern. Dasselbe in Sion und eine Halbzeit in Thun. Im Spiel waren wir katastrophal, aber hinten zumindest stabil. Nach dem Training treffen wir Rechtsverteidiger Mike Gomez in Neuenburg in der Stadt. Auch wegen den vielen Verletzten musste die Xamax-Abwehr immer wieder angepasst werden. Wir haben die Abwehr immer wieder umgestellt. Die Automatismen haben sich nicht so schnell entwickelt wie erwartet. Wir arbeiten hart daran und hoffen, dass es bald besser wird. Mike Gomez. In den letzten 94 Spielen von Xamax hat er keine Minute verpasst. Welches System liegt ihm persönlich am meisten? Die Position als rechter Außenverteidiger in einer Viererkette kenne ich am besten. Es gibt mir auch die Möglichkeit, in den Angriff zu gehen. Wenn wir mit Fünferabwehr spielen, bin ich meistens in der Achse und so in der Verteidigungsarbeit eingeschränkt. Ich mag es auch anzugreifen, spiele gerne außen, aber die zentrale Position ist auch okay. Morgen Samstag spielt Xamax zu Hause gegen den FCZ. Werden die Neuenburger auch hier, wie schon gegen GC, wieder auf eine Viererabwehr setzen? Eine Dreier- oder eine Viererabwehr gegen FCZ, Gaetano, was macht mehr Sinn? Also ich würde jetzt auf eine Dreierabwehr tendieren, aber es ist eigentlich für mich eine Fünferabwehr. Und ich glaube, er muss punkten, er darf nicht verlieren. Ich glaube, gegen GC hätte er gewinnen wollen. Er hat auf eine Viererabwehr umgestellt. Aber ich glaube, jetzt ist auch wieder ein bisschen Vorsicht angesagt. Und von dem her glaube ich, er wird auf eine Dreier- oder sozusagen Fünferabwehr umstellen.
Xamax hat in dieser Saison zweimal gewonnen, zweimal mit einer Viererabwehr. Da frage ich mich, wieso setzt er nicht auf eine Viererabwehr, wenn er zweimal so gewonnen hat? Also für mich ist die Viererabwehr, wenn man es wirklich von Gomez ist, wahrscheinlich die Mannschaft lieber spielen tut. Vor allem mit zwei gegen den FC Zürich, der im Prinzip mit einem klassischen Mittelstürmer spielt und mit zwei falschen Flügeln. Und so hat er eigentlich schon die Seite abgedeckt. Und sobald er mit einer Dreierabwehr spielt oder der Fünferabwehr, hat er noch zwei Innenverteidiger, also im Ganzen drei Innenverteidiger, die für einmal da sind und hat er einfach vielleicht in der Defensive Überzahl, aber nachher in der Offensive kann er auch nicht viel kreieren und darum ist für mich jetzt vom Spiel her, sollte er für mich jetzt eher auf eine Viererabwehr sein und ich glaube auch die Stabilität und die Mannschaft dort lieber mit einer Viererabwehr spielen, weil es sind einfach Automatismen, die man einfach lieber hat. Und da hat auch der Gomez gesagt, dass er sich halt viel wohler fühlt auf dem rechten Aussenverteidigerposten als im Zentrum. Du hast es gesagt, die Stabilität, ich stelle mir das für einen Mike Gomez eigentlich noch schwierig vor. Er ist die einzige Konstante in dieser Abwehr. Mit so vielen verletzten Spielern, die es ändert, alles System, aber er ist seit 94 Spielen immer in der Startelf gestanden. Also für ihn nicht ganz so einfach. Nein, das ist ja so. Aber ich glaube, die zwei Positionen hat er schon öfters gespielt. Also ich glaube auch, also Mike Gomez sehe ich auch auf der rechten Seite mit einer Vierabwehr. Aber ist klar, er kann natürlich auch hier in der Innenverteidigung spielen. Und wenn er natürlich keine Option hat, dann weiss er, Mike Gomez kann er in die Innenverteidigung schieben. Aber ich glaube, eben, sie haben keine Automatismen. Das hat er auch gesagt. Und das fehlt ein bisschen dieser Mannschaft. Und in der Challenge League haben sie das gehabt. Und in der Super League haben sie Mühe, das System zu finden, das ihnen den Erfolg bringt. Von Xamax kommen wir zum Gegner, zum FCZ Zürcher. Die haben Anfangssaison durch eine sehr solide Defensive überzeugt. In der Zwischenzeit ist die Defensive aber nicht mehr ganz so solid. Warum? Das wollte Marco Wutschur vom Ludovic Magna wissen. Ich habe den Mann neben mir, der uns die Antworten liefern kann. Ludovic Magna, der FC Zürich, hat in den ersten 7 Spielen 7 Gegentore kassiert. In den letzten 7 Spielen waren es 13. Warum kassiert der FCZ plötzlich so viele Gegentore? Ja, ich liebe euch Journalisten. Ihr seid sensationeller Erfolg. Am Anfang der Saison habt ihr nur die Offensivabteilung geschaut. Und jetzt, dass die Offensivabteilung liefert, dann schaut ihr die Defensivabteilung. Ich glaube einfach, dass wir die Balance zwischen Offensivspiel und Defensivspiel noch nicht richtig gefunden haben. Wobei ich muss sagen, wir haben viele Torchancen liegen lassen in der letzten Zeit. Und auch wenn wir 2 Tore gegen Sion bekommen, die haben insgesamt 3 Torchancen über 90 Minuten. Aber grundsätzlich finde ich das nicht als dramatisch. Ja, so böse sind wir nicht, wie Sie das gesagt haben. Wir reden auch kurz über die Offensive. Da hat es am Saisonstart nicht so gut ausgesehen, aber mittlerweile sieht das sehr, sehr gut aus. Am Saisonstart hatte man nur einen Stürmer, kann man sagen, im Kader. Viele gingen. War das auch vielleicht der Grund, dass die Mannschaft Zeit brauchte, um sich offensiv zu finden? Ja, ich glaube da auch nicht. Es ist zu einfach, so eine Zusammenfassung zu machen. Ich glaube, ein Tor zu schießen ist nicht nur der Stürmer. Ich glaube, wir haben von dem ganzen Spielaufbau, von der Art Fußball zu spielen, uns auch von hinten gesteigert. Wir trauen uns jetzt, den Ball flach zu halten, Kombinationsfußball zu zeigen. Und dann ist klar, wenn zwei Stürmer gehen, dass es gewisse Zeit braucht, dass die neuen Spieler an das System, an die Mentalität, an die Stadt sich anpassen. Mir war klar, von dem her war auch keine Panik am Anfang. Jetzt sieht es besser aus. Aber ich glaube, wir haben deutlich noch Luft nach oben und das müssen wir auch nicht jetzt alles schön und gut reden. Das ist uns bewusst, dass es besser läuft. Ich denke, wir sind auch jetzt mittlerweile ein attraktiver Fußball am Zeigen. Aber die Punkte folgen nicht genau, wie wir uns vorstellen. Von dem her, es gibt noch der eine oder andere Hebel anzuziehen. Danke für morgen, viel Erfolg. Ja, das sind also die Antworten von Ludovic Magna. Zurück zu dir, Nathalie, Studio. Ja, der Ludovic Magna hat gesagt, ich liebe euch Journalisten. Ich muss mich darum fragen, tun wir da etwas für dramatisieren, was die Abwehr anbelangt? Ja, es ist ja logisch, dass man gewisse Sachen diskutieren tun. Dafür ist euch da, dass man über das diskutiert. Wenn man Erfolg hat, wird man immer gelobt. Und dann müssen wir einmal dastehen, wenn es vielleicht ein bisschen weniger gut läuft. Und ich meine, er hat im Moment ein Problem. Ob das nur allein mit dem Paulsen ist, dass der ausgefallen ist, das werden wir jetzt am Sonntag sehen. Aber er ist sicher derjenige, der vor der Abwehr eine grosse Stabilität hatte, dass vielleicht weniger Goal mehr bekommen der FC Zürich. Ist man vielleicht auch mental ein bisschen müde gewesen? Ich meine, man hat die Dreifachbelastung in Europa League, wo man Superleistungen gezeigt hat, GÖP und die Super League natürlich.
Ja, sicher. Das macht sicher auch etwas aus. Und, also Europa League, das war natürlich das Ziel. Das haben sie auch geschafft, haben sie auch sehr gut gemacht. Und Anfang der Saison eben, haben sie zwar wenig Goal bekommen, aber wenig Goal auch gemacht, aber gewonnen. Und jetzt in den letzten 6 Spielen haben sie ein Spiel gewonnen, oder? Und auch viel mehr Goal bekommen. Das heisst, es ist natürlich klar, dass wir natürlich jetzt mehr über das diskutieren und dass er halt auch in Frage gestellt wird, oder? Wieso und warum, oder? Und wie gesagt, er muss natürlich die Stabilität und die Balance muss er halt schon wieder finden, oder? Jetzt fällt auch noch der Kevin Rüegus verletzt. Wie schwer gewichtet jetzt noch der Ausfall von ihm? Ja, ist sicher ein wichtiger Spieler geworden auf der rechten Seite, wo er doch mal am Anfang ein bisschen Mühe hatte, wo er sich nachher gut eingefunden hat und stabile Leistungen gebracht hat, vor allem auch in der Offensive. International hat man gesehen, dass die Defensive ab und zu mal eine oder dann eine Schwäche hatte. Aber sicher ein grosser Ausfall, weil er doch sehr ein ballsicherer Spieler ist und ein Spieler, der in die Offensive geht und gute Flanken reinbringen kann. Kommen wir noch konkret zum Match. Für wen wird es ein wichtiges Spiel? Für Xamax, der den Sprung wegschaffen vom Tabellenende, oder für FCZ, der 2 könnte werden? Es ist für beide ein sehr wichtiges Spiel. Also, wie gesagt, eben, Xamax muss gewinnen, dass sie hier den Anschluss nicht verlieren. Und die Ziele von Zürich sind klar. Die wollen europäisch hier mitmachen, dann müssen sie auch gewinnen. Und auch auswärts. Und eigentlich ist der Favorit klar. Xamax hat nichts zu verlieren, die können nur gewinnen. Also wird sicher ein interessantes Spiel, aber beide haben natürlich jetzt Schwierigkeiten in den letzten Spielen. Von dem her werden wir sehen, wer da offensiver oder mutiger ist. Wer könnte anstelle von Kevin Rüegg spielen? Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet. Also die Position hat ja einst in der Winter gespielt und der Winter ist sicher einer, der auf der Seite am Couloir spielen tut. Jetzt müsste er einfach eine Position weiter hinten spielen, wo der sonst ist. Ob der Defensiv der voll kann das leisten, was man von ihm erwartet hat, das wird das Spiel zeigen. IB gegen Lugano, das ist das zweite Spiel vom Samstag am Abend. Die Dominanz der Berner Young Boys in der Super League, die ist ja im Moment sehr beeindruckend. 14 Punkte Vorsprung haben sie nach 14 Runden. Das hat es in der Super League zu diesem Zeitpunkt noch gar nie gegeben. Und das wirkt sich jetzt langsam, aber sicher auch auf die Nationalmannschaft aus. Der Kevin Mbabu, der hat ein super Match gezeigt gegen Belgien und auch zuletzt in der Super League gegen St. Gallen. Da hat er gerade 2 Assists an den Sieg beigesteuert gehabt. Jetzt die Nazi-Aufgabe. Die sind noch nicht im Frühling gekommen, wo IB ist Meister geworden. Die sind jetzt langsam gekommen. Wie sehr hat das einen Zusammenhang mit dieser IB-Dominanz im Moment? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sie das so weiterziehen konnten, oder? Ja, IB hat nachher automatisch weiter da können anknüpfen, was vorher waren. Die haben die Leistungen können durchziehen. Ein Babu hat vorher schon hervorragende Leistungen gebracht. Und ich meine, das ist jetzt auch der Dank. Und ich glaube, für mich hätte er sogar an die Weltmeisterschaft gehabt, aber Bekovic hat natürlich das Grippe nicht wollen, verändern gross in der Mannschaft. Und jetzt hat er den Umbruch bekommen, oder die Auflage bekommen, dass er den Umbruch machen muss für die Nationalmannschaft. Und das war natürlich der ideale Zeitpunkt, so einen Spieler nachzusehen. Wie euer Fass nach dem Mal zu schauen, wie weit ist der international? Was sicher noch gewisse Sachen fehlen tut. Benito ist jetzt für mich ein bisschen überraschend gekommen, dass der auch noch mal da ist. So ist klar, dass der eine Alternative werden kann. Du bist Spielerberater, Gaetano. So einen Spieler wie Kevin und Babu kannst du im Winter halten? Also es war ja schon schwierig im Sommer und auch schon letztes Jahr im Winter sind schon die Diskussionen gekommen. Aber wie gesagt, dann ist es ein sehr interessanter Spieler. Jetzt kommt noch dazu, dass er natürlich in der Nationalmannschaft auch gute Leistungen bringt, spielt. Also ein Stammspiel jetzt im letzten Spiel gegen Belgien, super Spiel von ihm. Und spielt Champions League. Also von dem her wird sicher das eine oder andere Angebot auf den Tisch kommen. Und dann liegt es an ihn und an IB, ob das Paket passt und ob er den Schritt will machen ins Ausland. Aber gibt es Argumente, dass er noch nicht geht im Winter? Ja, es wird sicher nicht so einfach sein. Ich meine, so wie es uns sieht, wird halt IB nicht in der Champions League überwintern. Und das ist vielleicht die Möglichkeit, dass er sagt, dass ich schon den Wechsel machen will. Aber ich selber sehe nicht unbedingt gerne im Winter einen Wechsel, sondern für den Aufbau, für die Integration in der Mannschaft ist sicher der Sommer viel idealer. Kommen wir noch einmal zu dieser IB-Dominanz, die 14 Punkte Vorsprung nach 14 Runden. Kann man irgendwo durch auch fast zu viel Vorsprung haben? Jetzt kannst du als IB-Spieler sagen, komm, wenn wir gegen Lugano verlieren, 11 Punkte. Also.
passiert ja noch nichts. Also ich glaube nicht. Nein, also ich glaube, der Trainer weiß schon, wie man die muss immer kützeln, dass sie da immer Top-Leistungen bringen. Oder? Aber ich glaube, es ist eine sehr gute, eingespielte Mannschaft. Jeder weiß, um was es geht, auch wenn er rotiert. Also von dem her machen sie es wirklich gut. Und sie wollen jedes Spiel gewinnen. Und sie können Rekord brechen, das machen sie. Also von dem her haben sie Spass und Freude, wenn man gewinnt. Also ich glaube nicht, dass sie einfach sagen wollen, jetzt verlieren wir mal das Spiel, ist nicht so schlimm. Lugano ist die Mannschaft, die in den letzten beiden Spielen am meisten Gegengol bekommen hat. Nämlich gegen 7 könnte es ein Torfestival geben, morgen in Bern. Ja, IBE hat eigentlich ein bisschen schlechte Erinnerungen an Lugano. Es war die Mannschaft, die im Prinzip das letzte Mal ein bisschen Probleme hat gemacht im eigenen Stadion. Das beim neuen Trainer, ich glaube, er hat noch nicht die richtige Mischung gefunden von der Mannschaft. Auch die Balance noch nicht zwischen Offensiv und Defensiv. Er rotiert auch noch sehr viel in der Mannschaft drin. Und das sieht man auch, dass die Mannschaft noch nicht gefestigt ist mit dem Celestini. Dass er seine Mannschaft selber noch sucht. Und das wird sicher spannend sein, wenn IBE früher in Führung gehen könnte es aber schon so sein, dass unter Umständen Lugano zusammenbrechen könnte. Jetzt der Fabio D'Aprela kann wieder spielen nach seiner Sperre wegen Foul Cedric Itten. Er ist vorher immer in Startelf gestanden, heisst das, er spielt morgen. Also ich glaube schon, er ist ein wichtiger Spieler von diesem Team und von dem wird sich der Trainer jetzt das gut überlegen, ob er bereit ist, jetzt nach diesen Spielsperren wieder von Anfang an zu spielen. Aber wie gesagt, er ist sicher ein wichtiger Spieler. Am Sonntag empfiehlt der FC Luzern der FC Basel. Wir haben vorhin darüber geredet, dass es in der Tabelle vorhin im Moment gar nicht so spannend ist, weil IB eben 14 Punkte Vorsprung hat. Aber die Tabelle die könnte eigentlich auch ganz anders aussehen, wenn Basel nicht so viele Führungen würde verspielen. So wie zuletzt gegen FC Thun vor der Nazi-Pause. 2-0 haben sie geführt und am Schluss verlieren sie 2-4. Wie kann das sein, George? Ja, die Mannschaft hat sich noch nicht richtig gefunden. Ich meine, Koller ist gekommen, hat Erfolg gehabt und hat alles gegessen. Jetzt ist der Koller da, jetzt wird es automatisch so weitergehen. Aber man hat doch gesehen, dass die Probleme weiter grösser sind, als was man angenommen hat vorher, als der Raphael Wicki noch Trainer war. Es waren genau die gleichen Probleme und die hat der Koller nicht kennen. Von der Mannschaft her fehlt eine gewisse Stabilität. Für mich fehlt ein ganz klarer Innenverteidiger, der Chef ist dahinter getrieben und im Mittelfeld ein Spieler, der das Spiel leiten und ordnen und das Spiel organisieren kann. Oder auch so in solchen Situationen das Heft in die Hand nehmen und die Mannschaft wieder aufbauen und so zustellen, dass man nicht immer jedes Mal so einbrechen tut. Ja, wir wollen schnell anschauen, wie die Tabelle könnte aussehen, wenn der FC Basel die Leistung über 90 Minuten durchziehen könnte. Das ist eine Tabelle nur berechnet mit der ersten Halbzeit. Die sieht ein bisschen anders aus. Basel führt an 31 Punkte, dann haben wir IB 29 Punkte, GC mit 21 Punkten. Also es ist schon noch erstaunlich. Es ist eine Tabelle, die Marcel Koller mal seinen Spielern zeigen sollte. Was haben sie? Ein konditionelles Problem? Oder ist es im Kopf irgendwo, wo man scheitert? Also ich glaube, es ist sicher ein bisschen Unsicherheit von der Mannschaft. Oder? Aber ich glaube, man muss auch, wie der Schorsch gesagt hat, Qualität oder auch bei gewissen Positionen, wo man einfach muss man sich verstärken. Das probiere ich eigentlich schon seit dem letzten Winter in der Innenverteidigung. Jetzt haben sie es wieder mit dem Zambrano probiert, einen Innenverteidiger zu holen. Und irgendwo, sie wissen, wo die Schwachstelle ist, aber sie können sie nicht den richtigen Spieler dafür finden. Oder? Und dann spürt man das. Der Chaka spielt Innenverteidiger, der für mich nicht ein Innenverteidiger ist. Wo ich finde, er ist interessanter im Mittelfeld. Also von dem ist natürlich schon da ein bisschen die Schwachstelle beim FC Basel. Aber ich glaube, die Unsicherheit ist das natürlich da von verschiedenen Spielern, wo halt die Situation neu ist. Aber wie bringst du die Unsicherheit weg? Das ist ja ein mentales Problem. Ja, mental sicher, aber auch einmal einfach Konstanz reinbekommen. Oder, was sie früher hatten. Und auch die Sicherheit, wenn es in Führung ist, dass sie wissen, jetzt das Spiel gewinnen wir. Oder? Und jetzt, wenn sie in Führung gehen, ist natürlich immer im Hinterkopf, da kann natürlich etwas passieren. Wir müssen aufpassen. Und da kommt die Unsicherheit von den einzelnen Spielern. Du hast gesagt, dass Konstanz herbekommen, aber der Fabian Frey ist jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende gesperrt, einer der wenigen Leader-Typen in dieser Mannschaft. Wie schwer gewichtet der Ausfall von ihm? Ja, Frey ist sicher ein wichtiger Spieler, aber er hat doch jetzt im Mittelfeld sehr viele ähnliche Spieler. Er ist ein sehr Diener, der kann springen, der auch ein richtiger Puncher ist, der sicher auch die Rolle kann übernehmen vom Fabian Frey. Aber von mir ist es einfach so, dass das Mittelfeld komplett praktisch nur mit Sechser besetzt ist und mit keinem
kein Spielgestalter und da schwächelt einfach das ganze Spiel. Und wie stark das der Ausfall wird sein, ich meine, Fabian Frey hat Innenverteidiger gespielt, ist wieder im Mittelfeld gewesen. Für ihn ist es nicht immer einfach gewesen, die ganzen Wechsel zu machen. Und da sieht man die ganze Unsicherheit, die der FC Basel hat. Keitano hat es vorher gesagt, das letzte Saison oder so, wo es erfolgreich war, war eigentlich immer Basel, wo die Spiele in den letzten 5 Minuten noch gekehrt haben. Und jetzt ist es im Prinzip gerade umgekehrt. Da sieht man, wie sich schnell alles gedreht hat. Jetzt, was noch spannend ist am Wochenende, der FC Luzern ist die Mannschaft für die Super League, die am meisten Goal in Schlussviertelstunde gemacht hat, als eigentlich dann, wenn es Basel normalerweise nicht mehr gut läuft. Also es könnte noch ein spannendes Spiel sein, wo man erst am Schluss sieht, wie es wird enden, wer der Sieger ist. Ja, das sicher. Und vor allem können sie mit einem Rückstand gut umgehen, die Luzerner. Also da muss man auch aufpassen. Oder? Das ist die beste Mannschaft, die von einem Rückstand immer wieder die Spiel gewinnt. Also von dem muss man mit den Basler aufpassen, dass sie sich gut vorbereiten gegen die Luzerner. Der Ruben Vargas ist gesperrt beim FC Luzern. Eigentlich für ihn ein bisschen schade. Er hat zuletzt gegen Lugano gut zweimal getroffen. Ja, das ist halt einfach das Schicksal eines Spielers, dass er halt nicht dabei sein, wenn es einem gut läuft. Aber eben, ich meine, er hat Zeit gehabt. Auf der anderen Seite sind andere Spieler, die auf das warten tun, dass man die auch wieder zum Einsatz kommen tun, und die sind heiß. Und ich glaube, der Weiler wird schon den richtigen Ersatz finden für den Vargas, dass er die Lücke finden kann. GC gegen St. Gallen. Der Sonntag ist für Grasshoppers natürlich nicht nur wegen der Stadionabstimmung sehr ein wichtiger Tag, sondern vor allem auch, weil sie auf keinen Fall die rote Laterne zurückgehen. Jetzt statistisch gesehen hat GC in den letzten 9 Spielen im letzten Grund nur einmal verloren. Ist GC aber auch der Favorit in diesem Spiel? Ja, es ist schwierig zu sagen. Sie haben jetzt zwar das letzte Spiel gewonnen, ganz ein wichtiges Spiel. Das heisst, das kann ihnen sicher ein bisschen Selbstvertrauen wieder, wo sie haben können tanken. Aber wie gesagt, St. Gallen ist auch ein bisschen unberechenbar. Man weiss nicht genau, auf einmal haben sie wieder ein gutes Spiel, dann wieder wenig gutes Spiel. Aber es ist auch ist natürlich kein einfaches Spiel von beiden Seiten. Und GC muss halt daheim gewinnen. Ich sage immer, du hast einen Heimvorteil und du musst das ausnutzen. Und GC hat auch mir das Heimvorteil da auszunutzen. GC hat zuletzt gegen Xamax so einen kleinen Befreiungsschlag geschafft. Aber wenn sie jetzt nochmal gewinnen würden, könnten sie plötzlich 7 sein. Das waren sie in dieser Saison noch gar nie. Also wir könnten wie alles so ein bisschen in andere Bahnen lenken, auf einen positiven Weg. Schon ja, ein wichtiges Wochenende. Das ist sicher ein sehr wichtiges Wochenende. Und ich glaube, auch der Thorsten Fink wird die Mannschaft auch motivieren und nicht zeigen, was sie erreichen können. Wenn sie mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen, dass sie auf den Platz gehen, dass sie das Spiel gewinnen wollen und gleich eine gewisse Sicherheit gibt. Weil GC kann eigentlich den Anschluss finden, nachher wieder ans Mittelfeld, indem sie gewinnen tun. Und Gaetano hat gesagt, die Mannschaft von St. Gallen ist doch sehr unberechenbar, hat Höhen und Tiefen. Man weiß nie genau, wie das Spiel läuft. Zum Beispiel eine Halbzeit, die gut ist, nachher wieder eine Halbzeit, die weniger gut ist. Und das könnte unter Umständen die Chance sein von GC, dass man, wenn sie konstant spielen tun, dass die Punkte können behalten im letzten Grund. Der Thorsten Fink hat zuletzt auf einen Pinga, auf einen Ngoi und auf einen Bahoui gesetzt. Das Trio hat super funktioniert zusammen. Spricht eigentlich nichts dafür, dass er dort etwas anderes macht? Nein, eigentlich nicht. Aber es hat gut funktioniert gegen Xamax. Und gegen die andere Mannschaft hat es nicht so gut funktioniert. Also musst du schon schauen. Es ist natürlich schon klar, sie machen wenig Goal. Wir bekommen viel Goal. Also von dem her. Aber ich glaube, eben, es ist ein ganz wichtiges Spiel. Und vielleicht auch Sieg gegen Xamax kann ihnen das Vertrauen wieder ein bisschen zurückgeben. Und wenn sie das Spiel gewinnen können, geht vielleicht der Knopf auf. Aber wir werden es jetzt sehen. Kommen wir noch zum letzten Spiel zwischen dem FC Sion und dem FC Thun. Zu was der FC Thun fähig ist, das haben wir vor der Nazi-Pause gesehen, im Spiel gegen den FC Basel, wo sie Basler nach 6 Jahren zum ersten Mal wieder geschlagen haben. Die Mannschaft, die wird brennen am Sonntag. Ja, Thun wird sicher voll Gas geben weiter, aber eben, Thun ist eine unberechenbare Mannschaft. Da hat man zum Beispiel gesehen, gegen Basel die erste Halbzeit hat man fast verschlafen. Das war nicht das erste Mal gesehen, dass Thun die erste Halbzeit verschlafen tut und nachher eigentlich erst erwachen tut. Ob die Rechnung da immer aufgeht, das bin ich nicht sicher. Auf der anderen Seite ist Sio, der doch sehr viel anders machen muss. Ich bin immer noch gespannt, was der Muris der Mannschaft holen kann. Und bis jetzt hat er noch nicht das rausgeholt, was er sich erhofft und die Mannschaft nicht gefunden. Und das könnte vielleicht ein Vorteil sein vom FC Thun, weil das ein eingespieltes Team ist. Kann der FC Thun den Schwung aus dem Basel-Match trotz Nazi-Pause mitnehmen?
Ich glaube schon. Also sie machen es also diese Saison nehmen sie den Schwung eigentlich immer wieder mit. Sie haben natürlich auch die Erfahrung. Eben, bei Thun ist halt immer wieder Abstiegskampf. Aber jetzt sind sie auf einmal vorne dabei und jetzt nehmen sie den Schwung mit. Und sie haben natürlich jetzt mit dem Sorgic einen, der voller Selbstvertrauen ist und die Goal auch macht. Also von dem her können sie den Schwung mitnehmen. Und ich glaube, wie der Schaas gesagt hat, Sio, da muss ein bisschen mehr kommen. Aber ich glaube, der Murat Yakin muss da noch seine Mannschaft finden, damit er da wirklich wieder, dass wieder Sio wieder erfolgreich ist. Sag mir noch ein Wort zum FC Sio. Du hast gesagt, er hat es noch nicht so gefunden, wie er spielen muss. Das muss er anders machen? Oder? Ja, er sucht einfach die Mannschaft. Er wird immer noch viel Wechsel machen, was für mich nicht verständlich ist. Jetzt hat er zum Beispiel den Heizke ins Mittelfeld genommen, der für mich gar kein Mittelfeldspieler ist, der eigentlich Stabilität in der Defensive soll geben, in der Viererabwehr. Auf der anderen Seite spielt der Thomas mal wieder nicht. Vorne hat er mit den Brasilianern gespielt und mit allen drei. Jetzt spielt er wieder nur noch mit wieder komplett System geändert. Und ich glaube, das ist halt das, was die Mannschaft auch sicher machen tut, weil man immer wieder ein neues System spielt, mit anderen Spielern. Bis jetzt sind sicher die Wechselungen, die er gemacht hat. Das letzte Mal war es gut. Der Adrian war im Prinzip lang verletzt. Und da sieht man die Qualität, die dieser Spieler hat. Und das könnte sicher ein wichtiger Punkt sein. Aber er muss mal das System finden und Spieler, die ein bisschen Vertrauen, ein längerfristiges Vertrauen gibt, dass die Mannschaft wachsen kann. Und sonst werden die immer wieder da an dem Tabellenplatz umeinander tumpeln. Merci vielmals. Dankeschön. Wir sind schon am Schluss für die Sendung. Dankeschön. Und euch daheim wünsche ich ganz einen schönen Abend. Wir hoffen, wir sehen uns am Wochenende wieder in der Super League. Und hier geht es dann weiter um 7:45 mit der Challenge League, mit dem Spiel zwischen Schaffhausen und Aarau. Dort zu Gast ist der Rainer Bieli, einer, der den FC Aarau also bestens kennt. Macht's gut, ade miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.